Che Guevara, der Held der kubanischen Revolution, die Ikone der Studentenbewegung, Popstar der Rebellion, weltweit verehrt. Sein Ende in Bolivien hängt eng mit einer jungen Frau zusammen. Eine Deutsche, in der DDR als Heldin des Sozialismus gefeiert. Tamara Bunke. Eine Frau mit vielen Geheimnissen. Sie war eine ostdeutsche Geheimagentin und arbeitete für die Sowjets. Faszinierend und widersprüchlich. Tamara war das Ziel vieler Intrigen. War sie Che Guevaras Geliebte? Hat sie ihn verraten? Sie arbeitete in Havanna mit der Stasi zusammen. War sie gar eine Doppelagentin? Alles eine Lüge. Lüge. Ihr Tod im Rio Grande bleibt bis heute voller Rätsel. Das Geheimnis einer deutschen Guerillera. Wer war Tamara Bunke wirklich? Die SED hat aus ihr ein makelloses Vorbild gemacht, Tamara Bunke. Ihr Ende verklärt der Staatsapparat als Heldentod an der Seite der kämpfenden Arbeiter und Bauern Lateinamerikas. Ihre Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten wird unter Verschluss gehalten. Ihre Biografie wird in der DDR geschönt. Dokumente werden vernichtet, Bücher zensiert oder verboten. Sie selbst beschreibt ihren Lebenslauf 1959 eher nüchtern. Am 19. November 1937 wurde ich in Buenos Aires, Argentinien, geboren. Meine Eltern sind Erich und Nadja Bunke. Aufgrund ihrer kommunistischen Tätigkeit mussten sie wegen der faschistischen Verfolgung aus Hitler-Deutschland emigrieren und kamen 1935 nach Buenos Aires. Obwohl ich noch jung war, hatte ich doch schon manches durch die illegale kommunistische Arbeit meiner Eltern von dem Kampf der gesamten Arbeiterklasse erfahren. 1952 gelang es meinen Eltern, von der argentinischen Polizei unsere Reisepässe zu erhalten. Wir konnten endlich nach Deutschland zurückkehren. Wir gingen nach Stalinstadt. Tamara Bunke kam hier an, in der ersten sozialistischen Stadt, in Anführungsstrichen, also in Eisenhüttenstadt, damals Stalinstadt. Hatte natürlich auch einen Akzent, den sie aus Argentinien mitbrachte. Und war in einem Land, was ganz anders war als Südamerika. Die Eltern wollen aus ihrer Tochter eine anständige deutsche Kommunistin machen. Tamara wird Mitglied und Funktionärin in der FDJ. Sie erhält eine paramilitärische Ausbildung und lernt schießen. 1957 zieht die Familie nach Ost-Berlin. Tamara studiert Germanistik an der Humboldt-Universität. Sie ist schon damals eine linientreue Kommunistin und mit 21 Parteimitglied der SED. Bereits 1958 nimmt Günter Mennel vom Stasi-Auslandsgeheimdienst Kontakt zu ihr auf. Nach monatelanger Überprüfung wird sie dort unter der Nummer 430-60 geführt. Die Studentin soll später Informationen aus Argentinien besorgen und dort als Agentin eingesetzt werden. Tamara lebt für den Kommunismus. Gebannt verfolgt sie die Revolution auf Kuba, bei der ihr argentinischer Landsmann Ernesto Che Guevara eine wichtige Rolle spielt. Gemeinsam mit Fidel Castro kämpft der charismatische Arzt dort gegen das korrupte Regime von Präsident Batista. Die Guerilleros werden von der Landbevölkerung unterstützt. Immer mehr Rebellen schließen sich ihnen an. Zwei Jahre lang kämpfen sie in der Sierra Maestra gegen die kubanische Armee. Am Ende sind sie erfolgreich, weil sie die Menschen für sich begeistern können. Beide waren starke Charaktere und beide hatten einen großen Sinn für Gerechtigkeit. Ihr Handeln und Denken und die Art, wie sie durchs Leben gingen, wurde von ihren Idealen geleitet. Vor allem aber vereinte sie ihr revolutionäres Denken.
Kommandante Che Guevara gilt als ausgezeichneter Krieger und Stratege. Er kann hart und brutal sein, aber der Arzt hilft der Landbevölkerung. Damit begeistert er die Menschen. Nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Propaganda gelingt es Fidel Castro, die Kubaner von der Revolution zu überzeugen. Deshalb hat die kleine Rebellenarmee von 500 Männern und Frauen eine Chance. In Santa Clara gelingt Che Guevara der vernichtende Schlag gegen die Armee. Er erbeutet ihren gesamten Waffennachschub. Am 2. Januar 1959 ziehen die Rebellen dann in Havanna ein. Präsident Batista flieht in die USA. Die Revolution hat gesiegt. Fidel Castro wird der Maximo Leader, Regierungschef und Staatspräsident. Che Guevara erhält die kubanische Staatsbürgerschaft und hohe politische Ämter. In der DDR träumt Tamara Bunke währenddessen von der Revolution in Lateinamerika. Sie hat Heimweh und will zurück nach Argentinien. Die Studentin schreibt einen erbitterten Brief an ihre Parteileitung an der Humboldt-Universität. Sie fühlt sich in Deutschland fremd und schlecht behandelt. Man hat mir sogar Heuchelei vorgeworfen. Wenn du dich nicht als Deutsche fühlst, kannst du nicht Mitglied der Partei sein. Tamara will die DDR verlassen. Argentinien ist meine Heimat. Ich liebe sie mit ihrer Landschaft, mit all ihren Menschen, Sitten und Lebensgewohnheiten. Sie träumt von den glücklichen Zeiten und bittet um eine Ausreisegenehmigung nach Argentinien, um dort beim Aufbau eines neuen Lebens mitzuhelfen. Mit der spießigen Enge der DDR kommt sie nicht zurecht. Sie will ein unkonventionelles Leben. Sie konnte damit gut andocken an das Verhalten von ihren Eltern, aber gleichzeitig was Neues machen, was Wilderes, was noch Innovativeres aus ihrer Sicht damals. Die Universität unterstützt das Anliegen und wendet sich an die nächsthöhere Instanz. Aus den Auseinandersetzungen mit der Genossin Bunke ist uns bekannt, dass sie nicht irgendwelchen Launen nachgibt, sondern wirklich in ernste Konflikte geraten ist. Nach einem Jahr erhält Tamara die Erlaubnis, nach Argentinien überzusiedeln und Mitglied der argentinischen KP zu werden. Doch dazu wird es nicht kommen. Neben ihrem Studium arbeitet Tamara als Dolmetscherin für die Abteilung Außenpolitik der SED. Die Dolmetscher der DDR übersetzen nicht nur, sie berichten auch direkt an das Ministerium für Staatssicherheit. Ein Politfunktionär hat das Talent von Tamara Bunke schnell erkannt. Werner Lamberts, FDJ-Sekretär für Agitation und Propaganda. Er ist einflussreich und hat beste Kontakte zur Staatssicherheit. Lamberts wählt die Studentin im Dezember 1960 für eine ganz besondere Aufgabe aus. Auf einer Pressekonferenz in Berlin gab der Präsident der Nationalbank des revolutionären Kuba, Dr. Ernesto Guevara, Einzelheiten über Wirtschaftsverhandlungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und Kuba bekannt. Beide Länder schlossen ein über 5 Jahre laufendes Handelsabkommen ab. Als Dolmetscherin des berühmten Revolutionärs wird Tamara Bunke eingesetzt. Die Begegnung wird das Leben der Studentin für immer verändern. Lambert hat erfahren, dass es da diese Argentinierin gibt und er hat sie dann eben auch geschickt mit Che Guevara nach Leipzig zu den Studenten, weil er wusste, dass die macht das alles. Von diesem Moment an war klar, dass sie von der Stasi war. Als Che in Deutschland war, war sie eine Übersetzerin der Stasi, weil alle Übersetzer in der DDR für die Stasi arbeiten mussten. Dass Tamara Bunker als IM für die Stasi gearbeitet hat, ist aktenkundig. In dem internen Bericht wird auch ihre zukünftige Verwendung beschrieben. Nach Auskunft des Mengel sollte die Bunke damals in Perspektive in Argentinien eingesetzt werden. Doch Tamara kommt nie in Argentinien an. Die Begegnung mit Che Guevara hat ihre Pläne verändert. Am 12. Mai 1961 fliegt sie nicht nach Buenos Aires, sondern nach Havanna. Heimlich. Sie hat keine Genehmigung.
Zwischen Kuba und der DDR gibt es noch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen. In dieser Phase auszureisen, nach Kuba zu reisen, das war schon ein Problem, das auch ein wenig damit verbunden war, dass ja die Führung der SED, diese älteren Genossen, die erleben nun wie auf Kuba Burschen, die gerade 30 sind, eine Revolution machen. Die haben mit mal das Gefühl, was wird denn da sein? Was geschieht da? Und in dieser Situation will Tamara auf Kuba sein. Tamara kam mit dem Staatsballett nach Kuba. Sie war in Deutschland die Dolmetscherin von der Prima Ballerina Alicia Alonso. Und Alicia machte es ihr möglich, mitzukommen, weil sich ein Tänzer in Prag absetzte und damit ein Platz im Flugzeug frei war. Und in der ersten Zeit wohnte sie in Havanna sogar im Haus von Alicia. Die Republikflucht gelingt über Prag. Dorthin kann Tamara reisen, ohne Verdacht zu erregen. Und dort bekommt sie Hilfe. Ein Stasi-Offizier berichtet an seine Vorgesetzten, dass sie mit einem Mitarbeiter der kubanischen Vertretung in Prag ein Verhältnis unterhielt und am 1.5.1961 die DDR illegal verlassen hat. Ihre Situation auf Kuba ist deshalb schwierig. Die Handelsmission der DDR lehnt eine Zusammenarbeit ab. Die wollten nichts mit ihr zu tun haben, weil das alles ganz ihnen nicht so in Ordnung erschien, wie sie das gemacht hatte. Aber Werner Lambert sagte, sie ist eine Revolutionärin. Ich bürge für sie. Der einflussreiche Politfunktionär sorgt dafür, dass die Verbindung zum Geheimdienst nicht abreißt. Tamara Bunke gibt ihm regelmäßig eine Einschätzung der politischen Lage. Ihr Einleben ist von Euphorie getragen. Tamara ist fasziniert von der Revolution und der Lebensfreude der Kubaner. Sie stürzt sich in zahlreiche Aktivitäten und nimmt an freiwilligen Arbeitseinsätzen teil. Besonders stolz ist Tamara, als sie nach einigen Monaten eine Milizuniform tragen darf. Nun war sie glücklich, dass sie dann auch eine Pistole bekommen hat. Als Anerkennung für ihren Milizeinsatz war sie nun eine reguläre Milizionärin. Das hatte sie auch, diese Steifheit, diese fast preußische, die hier bei uns existiert hatte. Aber sie hatte eine große, etwas raue Art, sich zu behaupten. Ja. Der DDR-Schriftsteller Eberhard Panitz wird 1961 nach Kuba geschickt, um über die Revolution zu schreiben. Tamara Bunke begleitet den jungen Schriftsteller 3 Monate lang. Es ist eine aufregende Zeit. Das ist ein Adjutant von Raúl Castro gewesen. Er war sehr engagiert, mit Tamara zusammen zu sein. Und ich glaube, da gab es auch eine Liebelei. Initiiert hat diese Reise kein geringerer als der FDJ-Funktionär Werner Lamberts. Seine Rolle im Fall Tamara Bunke bleibt mysteriös. Noch im selben Jahr, 1961, trifft er sie auf Kuba. Er hält den Kontakt zum Geheimdienst. Und er ist ein enger Vertrauter Fidel Castros. Nach der Revolution tummeln sich in Havanna die Geheimdienste. Die CIA will Castro eliminieren, der KGB die neuen Genossen kontrollieren und die DDR will wissen, ob sie den Kubanern vertrauen kann. Und mittendrin Tamara Bunke. Gewiss hat sie auf Kuba natürlich dann mit dem Geheimdienst zu tun gehabt. Anders geht's gar nicht. Auch die Kubaner haben das Potenzial der DDR-Kundschafterin erkannt. Der kubanische Geheimdienst hat Tamara benutzt, um an die Stasi Desinformationen zu übermitteln. Wir haben es geschafft, dass Tamara für den kubanischen Geheimdienst arbeitet, obwohl sie gleichzeitig noch Stasi-Agentin war. Für die Kundschafterin ist dies kein Widerspruch. Arbeiten doch beide Dienste für die Sache des Kommunismus. Ich habe einmal mit General Mielke, dem Chef der Stasi, gesprochen.
Und in dem kurzen Gespräch ist er völlig ausgerastet. Milke wollte natürlich nicht, dass wir Kubaner eine deutsche Agentin für den kubanischen Dienst rekrutieren. Tamara ist zwischen die Fronten der Geheimdienste geraten. Trotzdem genießt sie die Aufbruchsstimmung auf Kuba. Regelmäßig wird sie jetzt als Dolmetscherin engagiert. Sie tritt bei Demonstrationen mit ihrem Akkordeon auf und trifft sich immer wieder mit Che Guevara. Gemeinsam absolvieren sie freiwillige Arbeitseinsätze. Dieses Verhältnis zu ihm war schon merklich wärmer, als das eigentlich üblich ist. Sie war ganz offensichtlich eine Freundin von Che. Mit einer gemeinsamen Leidenschaft, der Revolution. Als sie ihn kennenlernte, träumte sie davon, am revolutionären Kampf teilzunehmen, der in dieser Zeit in ganz Lateinamerika stattfand. Und auch Che Guevara findet Tamara so interessant, dass er den kubanischen Geheimdienst beauftragt, die junge Deutsche für eine seiner Missionen im Ausland zu rekrutieren. Zuneigung oder professionelle Wertschätzung? Am 11. März 1963 findet ein Treffen der kubanischen Geheimdienstchefs mit Tamara statt. Sie überzeugen die 25-Jährige davon, sich als Spionin für Che Guevara ausbilden zu lassen. Geht an diesem Tag für sie ein Lebenstraum in Erfüllung? Warum entscheidet sich Che Guevara für die undurchsichtige Deutsche? Che war ein sehr intelligenter Mensch und hat sich bemüht, den Kontakt aufrechtzuerhalten, obwohl er wusste, dass sie von der Stasi war. Von diesem Tag an muss sich Tamara aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Sie schreibt an ihre Freunde und Eltern in Ost-Berlin, dass sie eine wichtige Aufgabe habe und sich zukünftig nur noch konspirativ melden werde. Der damals 25-jährige Geheimdienstoffizier Ulysses Estrada wird ihr Ausbilder. Ulysses Estrada war ein dunkelhäutiger Typ, der sehr teure Hemden trug, so kann man ihn sich vorstellen. Er war ein enger Freund an Ches Seite. Für Tamara beginnt die Zeit der Ausbildung. Sie wird in allen Spionagetechniken geschult. Die zukünftige Agentin soll in Bolivien eingesetzt werden. Che Guevaras Fernziel ist die Revolution in Argentinien. Tamara ist nicht für den bewaffneten Kampf vorgesehen. Sie soll sich als Agentin in der Hauptstadt La Paz in die Militär- und Regierungskreise einschleichen und dort Informationen für Che Guevaras Guerillakrieg beschaffen. Erste Facetten einer falschen Identität, einer Agentenlegende, werden erarbeitet. Eine Legende, die auch in Extremsituationen wie Folter belastbar ist. Immer wieder fahren sie für Übungen aufs Land. Die Zeit mit Ulysses ist schön. Zu schön. Ulysses und seine Leute haben bis dahin einen sehr guten Job gemacht, indem sie Tamara für den Geheimdienst angeworben haben. Aber er darf natürlich keine Liebesbeziehung zu Tamara haben, das ist verboten. In jedem Geheimdienst, nicht nur im kubanischen. Doch Tamara ist nicht die Frau, die einem Mann blind folgt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Tamara eine komplizierte Frau war. Sie hat diese Sache nicht gemacht, weil sie sich in Ulysses verliebt hat. Sondern es war im Wesentlichen ihre Liebe zur kubanischen Revolution. Aber die Liebe zu Ulysses Estrada war eine weitere Hilfe. Sozusagen die sinnliche Unterstützung. In dieser Zeit wird auf der Insel diskutiert, welches politische System etabliert werden soll. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist bereits eingeschränkt. Zeitungen werden zensiert. Castro will ein Einparteiensystem. Er ruft die Sozialistische Republik aus. Es gibt keine Wahlen. Seit der Kuba-Krise hat sich Castro endgültig mit der Sowjetunion verbündet.
Begeisterter Jubel empfing Fidel, Castro und Nikita Khrushchev, die vor der ganzen Welt die unverbrüchliche Freundschaft Kubas und der Sowjetunion bekräftigten. Während Tamara die Ausbildung durchläuft, konkretisieren sich die Absichten Che Guevaras. Er will seinen Guerillakrieg in Bolivien beginnen, in der Hoffnung, dass sich die revolutionäre Bewegung über Peru bis nach Argentinien ausbreitet. Tamara ist Teil dieses Plans und wird von Ulysses akribisch darauf vorbereitet. Tamara bekommt eine exzellente Ausbildung und muss alles praktisch üben. Sie bekommt Training in Kommunikation, Radio. Das ganze ABC der Geheimdienstarbeit und der Arbeit einer Guerillera. Über ein Jahr dauert die Ausbildung. Immer wieder trainieren sie auf dem Land. Überleben im Gelände, das Anlegen von toten Briefkästen, das Leben mit einer falschen Identität. Auch in Waffentechnik wird Tamara geschult. Sie zieht sich aus ihrem bisherigen Leben immer weiter zurück. Aus der braven FDJlerin wird eine brandgefährliche Agentin. Die Leute vom Geheimdienst müssen an erster Stelle immer wissen, dass sie im feindlichen Territorium arbeiten und eine illegale Tätigkeit ausüben. Und sie müssen sich jederzeit dem Feind gegenüber verteidigen können. Für Tamara wird es ernst. Sie muss aufbrechen, um die Mission von Che Guevara vorzubereiten. Ulysses Estrada ahnt, dass es ein Abschied für immer sein wird. Er schreibt: Du gehst und ich bleibe und warte auf deine Rückkehr, die nicht sein wird. Du gehst und ich bleibe und am Ende wird alles sterben. So wie die Wellen dort, wo das Meer endet. Am 9. April 1964 verlässt Tamara Bunke Kuba. Sie wird nie wieder zurückkehren. Wieder reist sie nach Prag. Die Stadt ist das Drehkreuz der kubanischen Agenten in Europa. Hier entsteht die endgültige Agentenlegende der Laura Gutierrez Bauer. Und endlich trifft sich Tamara wieder mit Che Guevara. Sie hat etwa 10 Tage mit ihm besprochen, die direkte Vorbereitung von dem Einsatz in Bolivien. Und unmittelbar nachdem sie sich mit ihm getroffen hat, ist sie dann nach Bolivien gereist. Am 18. November 1964 fährt Tamara Bunke über einen verlassenen Grenzposten von Peru nach Bolivien. Getarnt als Folkloreforscherin Laura Gutierrez Bauer, ausgestattet mit falschen Papieren. Die Identität von Laura Gutierrez Bauer wurde ihr gegeben, damit sie sich unauffällig in Bolivien niederlassen und sich im ganzen Land bewegen konnte. Und sie machte das mit einer außerordentlichen Brillanz. In der Hauptstadt La Paz mietet sie eine Wohnung. Um einen echten bolivianischen Pass zu erhalten, heiratet sie den Studenten Mario Martinez. Ehemann Mario wird nach wenigen Wochen mit Hilfe des kubanischen Geheimdienstes zum Studium nach Bulgarien abgeschoben und bleibt verschwunden. Tamara verkehrt in der legendären Künstlerkneipe Peña Naira. Schnell bekommt sie Kontakte, bis hin zum Präsidenten. Sie pflegt eine Liebschaft mit dem argentinischen Botschaftssekretär, der ihr Zugang zu Behörden verschafft. Geschickt besorgt Tamara gefälschte Dokumente und Papiere für Che Guevaras Guerilleros. Als Spezialisten für anthropologische Studien können die Kubaner so nach Bolivien einsickern. Tamara Bunke, alias Laura Gutierrez Bauer, ist die perfekte Spionin. Sie konnte sogar in das Informationsministerium eindringen und für sich die Erlaubnis besorgen, als ausländische Journalistin zu arbeiten. Als Laura Gutierrez Bauer ist Tamara in La Paz beliebt, verkehrt mit den höchsten Militärs.
Sie hat auch ein enges Verhältnis mit dem Chef des Informationsbüros des Präsidenten. Eine Agentin mit zahlreichen Affären. Das war einfach die Fassade, die sie aufbauen musste. Hätte sie das nicht getan, hätte sie im Prinzip ihre Arbeit nicht machen können. Das ist Spionagearbeit. Doch innerlich ist Tamara Bunke verzweifelt. Seit vielen Monaten kann sie nur warten. Die umtriebige Agentin ist eine einsame Frau. Sie fühlte sich ängstlich und besorgt, weil sie schon seit 2 Jahren für den kubanischen Geheimdienst arbeitete und glaubte, dass das nur Zeitverschwendung sei. Sie wollte am bewaffneten Kampf teilnehmen. Geheimdienstoffizier Carretero wird geschickt, um Tamara zu beruhigen und zu motivieren. Wir fuhren in ein Autokino mit Cafeteria und so. Im Auto haben wir uns besprochen. Ich habe ihr ihren Mitgliedsausweis der Kommunistischen Partei Kubas mitgebracht. Unterschrieben von Fidel Castro persönlich. Und ich habe sie beruhigt und ihr gesagt, dass sie mehr Vertrauen in ihre Arbeit haben soll. Ich konnte sie davon überzeugen, nach La Paz zurückzukehren und dort zu arbeiten, wie sie es bisher gemacht hat. In der Zwischenzeit legt sich Che Guevara mit den sowjetischen Kommunisten und mit Fidel Castro an. Er wettert gegen die Bürokratie und die kapitalistische Handelspolitik der Sowjetunion, beschimpft sie als revisionistisch. Das hören die Verbündeten Castro und Khrushchev nicht gern. In der Sowjetunion und in anderen Ländern des sozialistischen Lagers betrachtete man Che als Abenteurer. Und man lehnte seine Politik und seine Ideen ab. Darüber hinaus betrachtete man in der Sowjetunion seine Strategie, eine Revolution in Lateinamerika auszulösen, als Widerspruch zur Politik der friedlichen Koexistenz zwischen Ost und West. Deshalb war man mit seiner Politik nicht einverstanden. Der Konflikt eskaliert 1965. Che Guevara bezeichnet in Algier die sozialistischen Länder als Komplizen der imperialistischen Ausbeutung. Zurück auf Kuba wird Che von Castro zum Rapport bestellt. Die Auseinandersetzung dauert 24 Stunden. Als er von diesem Treffen zurückkommt, ist er nicht mehr Kommandante und nicht mehr Minister. Er ist gar nichts mehr. Auch seine kubanische Staatsbürgerschaft muss der spätere Volksheld ablegen. Monatelang bleibt er verschwunden. Ein mysteriöser Brief taucht auf, verewigt auf dem Che Guevara-Monument, in dem er sich von Fidel und dem kubanischen Volk verabschiedet. Begründung? Andere Gegenden der Welt verlangen die Unterstützung meiner bescheidenen Kräfte. Die Echtheit dieses Briefes ist bis heute umstritten. Che verändert sein Aussehen radikal. Er plant, in Afrika und Lateinamerika Revolutionen anzuzetteln. Castro will ihn angeblich unterstützen. Seine erste Mission führt nach Afrika. Doch im Kongo scheitert er kläglich. Dann bereitet er, wieder in Prag, seinen Guerilla-Einsatz in Bolivien vor. Che Guevara ist einer der meistgesuchten Menschen der Welt. Aber niemand erkennt ihn. In La Paz hat Tamara unterdessen gute Agentenarbeit geleistet. 14 Guerilleros konnten mit ihrer Hilfe bereits in Bolivien einsickern. Für Che Guevara besorgt sie ebenfalls falsche Papiere. Er nennt sich jetzt Dr. Adolfo Mena. Nach kubanischem Vorbild will Che Guevara auch in Bolivien die Landbevölkerung aufwiegeln, dann Argentinien und ganz Lateinamerika befreien und eine kommunistische Herrschaft errichten. Tamara ist bedingungslos an seiner Seite. Sie will mit ihm kämpfen.
Unklar ist bis heute, ob sie in Bolivien immer noch mit der Stasi in Verbindung steht. Noch ahnt Tamara nicht, dass Che Guevaras Guerillakrieg von Castro, der Sowjetunion und auch von der Kommunistischen Partei Boliviens abgelehnt wird. Che Guevara hat praktisch keine Unterstützung. Doch ohne diese Unterstützung ist es ein Himmelfahrtskommando, mit 20 Partisanen einen ganzen Kontinent angreifen zu wollen. Er war kein Don Quixote, obwohl es viele Elemente des Quixotismus in seinem Leben gab. Aber er war stets ein Mensch, der sich über die Gefahren bewusst war und der in der Lage war, sich den Gefahren entgegenzustellen, weil er wusste, dass es Momente gibt, für die man sein Leben opfern muss. Im November 1966 reist Che Guevara, getarnt als uruguayischer Kaufmann Adolfo Mena, nach Bolivien. Er fährt in das Basislager nahe der Kleinstadt Camiri, etwa 1200 Kilometer südöstlich von La Paz. Die Region ist vom kubanischen Geheimdienst schlecht ausgesucht. Hier gibt es Stechmücken und Zecken, aber kein Wild zum Jagen. Das gesamte Unternehmen ist von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Als wir nach Bolivien kamen, waren 95% der Dinge, die Fidel uns versprochen hatte, verschwunden. Wir gingen auch nicht in die Region Alto Beni. Wie durch ein Wunder wurde das Territorium getauscht. Die Partisanen sprechen nicht einmal den Dialekt der Einheimischen. Wurden sie in eine Falle gelockt? Er wurde nach Bolivien geschickt, um getötet zu werden. Es gibt mehrere Gründe, warum wir zu diesem Schluss kamen. Die Funkanlage, die Che Guevara von den Kubanern erhielt, war kaputt. Und er hatte nur eine. Und das ist das wichtigste Kommunikationsmittel zwischen Basislager und Operationsteam im Gelände. Zweitens, man verweigerte ihm die Unterstützung der Kommunistischen Partei. Und drittens, in dem Operationsgebiet, in dem er sich bewegte, konnte er keinen einzigen Bauern rekrutieren. Und das ist das Ende für eine Guerilla-Operation. Obwohl Che Guevara völlig isoliert ist, treibt er seine Mission weiter voran. Silvester 1966 darf Tamara das Lager bei Camiri besuchen. Doch die fröhliche Stimmung schlägt schnell um. Tamara will bleiben. Doch Che Guevara schickt sie zurück nach La Paz. Aber sie wollte am Guerillakampf teilnehmen und nicht in der Stadt bleiben. Noch einmal gehorcht Tamara seinem Befehl und fährt zurück in die Hauptstadt. Warum will sie mit aller Macht zu den Partisanen? Handelt sie im Auftrag eines Geheimdienstes? Ihr Führungsoffizier Mennel behauptet später stets, die Stasi habe sie auf Che Guevara angesetzt. Wird Tamara von ihrer Vergangenheit eingeholt? Man sagt ihr sogar Kontakte zum sowjetischen Geheimdienst, dem KGB, nach. Ich habe nur gehört, dass sie mit dem sowjetischen Geheimdienst verbunden war und ihnen half, an Che Guevara dran zu bleiben. Berichtet Tamara Bunke tatsächlich an den KGB, wo sich das Lager von Che Guevara befindet? Dort herrscht angespannte Stimmung. Die 20 Guerilleros haben nichts zu essen, sind in einem schlechten Zustand. Che selbst leidet unter Asthma. Einige der Companeros sind krank oder unzuverlässig. Es gibt die ersten Deserteure. Am 2. März 1967 startet Tamara eigenmächtig eine Aktion, die katastrophale Folgen haben wird. Sie fährt mit ihrem Jeep Richtung Guerillalager. Angeblich will sie zwei Sympathisanten, die ihren Kontaktmann in La Paz verpasst haben, dorthin bringen. Sie parkt ihren Jeep in der Kleinstadt Camiri. Doch anstatt sofort nach La Paz zurückzukehren, zieht Tamara ihre Kampfmontur an, um mit dem Franzosen Régis Dubray und dem Argentinier Ciro Bustos ins Lager zu ziehen. Dubray ist ein Unterstützer Che Guevaras.
Er will mit ihm ein Interview führen, um in Europa für den Guerillakampf zu werben. Doch Debré wird bald darauf vom bolivianischen Militär entdeckt und inhaftiert. Er verrät, dass Che Guevara die Guerilleros anführt. In ihrem Jeep lässt Tamara wichtige Unterlagen, Adressen und Notizbücher zurück. Die bis zu diesem Zeitpunkt hochprofessionelle Spionin lässt den Jeep völlig offen stehen und geht mit ins Lager. Es scheint für dieses Verhalten nur eine Erklärung zu geben. Tamara Bunke will sich mit Absicht selbst enttarnen und so den Rückweg in das Leben der Spionin Laura Gutierrez-Bauer unmöglich machen. Natürlich, mit all den Dingen, die sie im Wagen ließ, Adressen, eine Jacke, persönliche Papiere, konnte jeder Polizist, jeder, der diesen Jeep untersuchte, sie als Laura Gutierrez-Bauer identifizieren. Der Wagen erregt schnell Misstrauen. Unklar bleibt, warum Tamara sich selbst enttarnt. Will sie damit erzwingen, bei Che Guevara bleiben zu können? Oder bekommt sie Anweisungen von einem der Geheimdienste? In jedem Fall ist es Verrat. Durch ihre Enttarnung wird das Militär nahe an Che Guevara herangeführt. Der bolivianische Präsident Barrientos untersucht persönlich die gefundenen Unterlagen und ist entsetzt, dass sich hinter der fröhlichen Laura Gutierrez-Bauer eine Spionin versteckt. Und dann gab es zwei Bolivianer, die von der Guerilla desertierten. Und die Armee informierten, dass es ein Guerillalager gäbe und dort auch eine Frau sei. Durch den Jeep und die Aussagen der Deserteure können die Militärs das Operationsgebiet der Guerilleros zwischen Valle Grande und Camiri lokalisieren. Tamara bleibt im Lager und nennt sich jetzt Tania la Guerillera. Doch die Guerilleros akzeptieren keine Frau in ihren Reihen. 3 Wochen muss sie auf Che Guevara warten, der auf einer Erkundungstour ist. Ihre Beweggründe bleiben unklar. Auch die CIA, die Aktivitäten der Guerilleros intensiv analysiert, rätselt. War es ihre emotionale Zuneigung zu Che, die sie dazu veranlasste, eine schwere Verletzung der kommunistischen Disziplin zu begehen? Oder befolgte sie Befehle von Moskau, Che Guevaras Mission in Bolivien zu verraten, auf Kosten ihres eigenen Lebens? Die Truppe hat keine Verbindung zu Che Guevara. Im Lager gibt es nur ein Radio und das kaputte Funkgerät. Am 20. März 1967 kommt er endlich zurück. Che! Noch weiß er nicht, dass Tamara sich selbst enttarnt hat. Sie darf im Lager bleiben. Es gab viele Gerüchte, dass sie zu dem Zeitpunkt ein Liebespaar waren. Sein Weggefährte Benigno hat mir gesagt, er glaube, dass die zwei in Bolivien eine sexuelle Beziehung hatten. Laut Benigno hatten die zwei da eine romantische Affäre. Doch bald wird im Radio vermeldet, dass eine kubanische Agentin enttarnt wurde. In sein bolivianisches Tagebuch schreibt Che Guevara: Alles deutet darauf hin, dass Tamara individualisiert ist, sodass eine gute und geduldige 2-jährige Arbeit verloren ist. Che war darüber so aufgebracht, dass er die Guerillatruppe aufteilte. Tamara musste in die Nachhut und durfte nicht in die Gruppe von Che. Tamara muss zu den Unzuverlässigen und Kranken. Seit die Militärs wissen, dass Che Guevara im Lande ist, haben sie Angst. Denn auch auf Kuba begann die Revolution mit einer kleinen Rebellentruppe. Präsident Barrientos befiehlt seinen Generälen, die Truppen im Valle Grande zu verstärken. Die Gruppe von Tamara irrt wochenlang durch dieses Gebiet. Sie haben kein Ziel, keine Kraft, keinen Proviant. Für die Partisanen beginnt ein langer Leidensweg. Sie hat hohes Fieber, kann oft nicht mithalten.
Ihre Stiefel passen nicht, die Füße sind blutig. Die Bedingungen im Urwald sind unmenschlich. Doch Tamara will nicht aufgeben. Mit eisernem Willen schleppt sie sich durch den Dschungel. In wenigen Wochen ist ihr 30. Geburtstag. Seit Tamaras Jeep entdeckt wurde, wird das Militär massiv verstärkt. US-Ranger und CIA-Agenten bilden zusätzlich eine Spezialeinheit aus. Diese Ausbilder sind allesamt Exil-Kubaner. Sie haben speziell uns geschickt, weil der US-Botschaft in La Paz ein Verbot erteilte, US-Bürger in Kampfgebiete zu senden. Denn zur selben Zeit war ja der Vietnamkrieg und viele Amerikaner kamen in Plastiksäcken zurück. Und man wollte auf keinen Fall, dass amerikanische Bürger in Plastiksäcken aus Südamerika zurückkommen. Immer wieder gibt es bei den Gefechten zwischen Armee und Guerilleros Tote. Die Gejagten ziehen orientierungslos durch das Hochland von Valle Grande. Sogar ihr Pferd haben sie geschlachtet und gegessen. 10.000 Soldaten sind gegen 30 Rebellen im Einsatz. Immer wieder kommt es zu Scharmützeln. Die Militärs ziehen die Kreise immer enger. Die Lage ist hoffnungslos. Mit Che Guevara haben sie seit Monaten keinen Kontakt. Tamara schreibt in ihr Tagebuch, das später in ihrem Rucksack gefunden wird. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Am liebsten möchte ich mich davonschleichen und verstecken, wenn ich nur wüsste, wo. Am 31. August 1967 sind die Militärs Tamaras Truppe dicht auf den Fersen. Die Guerilleros wollen den Rio Grande durchschreiten. Ein Bauer aus der Gegend hat ihnen die Furt gezeigt. Gegen jegliche militärische Vernunft marschieren sie dicht hintereinander durch den Fluss. Sie bemerken den Hinterhalt nicht. Der Campesino hat sie verraten. Keiner überlebt. Sechs Wochen später wird auch Che Guevara gefangen genommen und hingerichtet. 1998 wird das Grab von Tamara Bunke entdeckt. Ihr Leichnam wird nach Kuba überführt. Dort erhält sie ein Staatsbegräbnis. In der DDR wird sie zur Heldin erklärt. Über 240 Schulen und Jugendeinrichtungen werden nach ihr benannt. Vieles bleibt rätselhaft. Die Geheimdienste halten ihre Akten bis heute geschlossen. Auch der gut informierte Stasi-Vizechef Bruno Beata will plötzlich nichts mehr wissen. Dem Genossen soll mitgeteilt werden, dass wir zur Angelegenheit Tamara Bunke nichts zu sagen haben. Dass wir die Sache nicht kennen und sie uns auch nicht interessiert. Das kann aber eigentlich nur bedeuten, die Stasi hat Tamara Bunke doch auf Che Guevara angesetzt.